Hey, yo, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer CrushFortific89 mit einem weiteren Infovideo. Sorry, dass das erst so spät kommt. Ich kam vorher nicht dazwischen, das zu machen. Aber wie ihr im Titel schon lesen könnt, wird es nun endlich Zeit, dass ich euch mal separat in ein Video mitteile, dass ich seit Anfang Dezember nun auch einen Twitter-Account eröffnet habe. Und jeder, der jetzt selber Twitter nutzt, kann mir hierüber folgen. Und aktuell mache ich aber erstmal nur Tweets, wenn ich auf Flair was hochlade. Auf meiner neuen Hauptvideoplattform, weil ihr wisst es ja, ich kann mich mit YouTube nicht mehr wirklich anfreunden, vor dem, was in letzter Zeit damit abgeht. Weil es betrifft mich natürlich zum Glück nicht. Also, mir wird es da gut gehen, keine Sorge. Aber früher oder später könnte es auch so weit kommen, also so weit ausschlagen, dass es selbst Standardnutzer wie mich treffen könnte. Und bevor das jetzt wirklich so arg ausharten wird, möchte ich lieber die Plattform wechseln. Weil meine Let's Player-Karriere endet ja nicht, die wird ja nur darauf fortgesetzt. Ich mache ja dementsprechend jetzt erstmals noch alle aktuellen Projekte fertig auf YouTube, inklusive DLCs und einige Let's Play Games. Und dann, ja, ansonsten alles andere, was jetzt dazwischen kommt, wie jetzt diesen Freitag Dragon Ball Z Kakarot zum Beispiel, wird ab Freitag dann nur auf Flair bei mir durchstarten. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr deswegen jetzt euch einen Flair-Account erstellen und mir dort folgen. Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu meinem neuen Twitter-Account. Demnächst, wenn ich erstmals eine größere Follower-Base aufbaue, werde ich dann versuchen, etwas mehr Zeit mit Twitter zu verbringen. Natürlich während meiner Arbeitszeit werde ich garantiert nichts tweeten, es sei denn, es kommt zu einem Notfall, also irgendwas Bestimmtes, wo ich mir während der Mittagspause so Zeit nehmen könnte. Aber ansonsten will ich jetzt nicht so sehr den Trend verfallen, also den ganzen Twitter-Trend, also den extremen Twitter-Trend verfallen. Ich muss mich ja auch auf meinen Job in aller Ruhe konzentrieren. Ich bin da halt leider Gottes doch in den Sinnen doch ein kleines bisschen altmodisch. Aber auch ich versuche mich ein bisschen besser anzupassen. Weil ich meine, ich bin ja auch schon 30. Ich bin nach wie vor noch ein Zocker und auch ein kleiner Nerd, aber in solchen Social-Media-Sachen, da bin ich noch ein blutiger Anfänger. Ich muss mich auch noch etwas mehr mit der Plattform auseinandersetzen, aber ansonsten, ja, kann ich erstmal schon Tweets zu neuen Uploads abgeben. Werden natürlich, sobald möglich, wenn das Video erstmals draußen ist, werde ich dann natürlich dementsprechend einen Tweet verfassen. Und ich Natürlich werde ich dann auch gucken, wie gesagt, ob ich vielleicht noch etwas anderes Interessantes tweeten könnte. Ihr habt auf jeden Fall ihr habt dann auf jeden Fall die Möglichkeit, dort dann mit mir besser zu kommunizieren, dort auch zusätzlich zu kommunizieren. Und wenn irgendwas Wichtiges ist, werde ich natürlich sobald wie möglich auch darauf antworten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gut, also wie gesagt, Twitter-Account und Flair-Account in der Videobeschreibung. Folgt mir darauf und naja, ich möchte aber auch noch eine Sache loswerden bezüglich YouTube. Ihr kennt es ja jetzt seit fast einer Woche oder schon einer Woche ist er jetzt, ja eigentlich sogar schon seit über einer Woche, ist es ja jetzt soweit. Jetzt sind die neuen Copper-Richtlinien durchgestartet von der FTC. Und es wurde schon deutlich angefangen, es wurden schon automatisch von YouTube-Bots ein Haufen Videos speziell für Kinder gekennzeichnet. Also festgelegt. Bei mir zum Glück noch nicht, weil ich habe auch mal Zeit damit verbracht, meine Videos durchzugucken. Dementsprechend fand ich auch zum Beispiel einige alte unveröffentlichte Videos von Dragon Quest 7 für 3DS und Yo-Kai Watch 2. Habe ich wirklich tatsächlich noch ein, zwei Videos vergessen zu veröffentlichen. Oh Gott. Nee, also
da möchte ich nochmal bestätigen, das sind keine Reuploads, das sind einfach nur Videos, die noch auf privat waren. Ich weiß nicht, ob ich wirklich vergessen habe, die planmäßig einzustellen oder ob YouTube da wieder verkackt hat. Keine Ahnung, aber ich sag mal wirklich, diese Videos konnte ich davor finden, dass sie noch privat waren und ja, immer gedacht, okay, das muss ich sofort um. Das muss ich auf der Stelle nochmal ausbessern. Ich musste wirklich durchgucken, ob YouTube auch meine Videos, irgendeins meiner Videos speziell für Kinder gekennzeichnet hat. Zum Glück nicht, weil ich habe meinen Kanal wirklich darauf eingestellt, dass er automatisch jedes Video nicht speziell für Kinder festlegt, weil ich lade auch nicht speziell für Kinder hoch. Klar, es sind zwar Inhalte dabei, die für Kinder interessant sein könnten, aber sie sind aus der Perspektive eines Erwachsenen und es können teilweise Flüche vorkommen. Dementsprechend also ist die Zielgruppe wirklich für ab 13 und darüber. Sprich ab einem Alter, wo man das alles aushalten kann. Und so soll es auch sein. Ich will nicht speziell Kinder damit, also speziell Kinder damit anlocken. Bloß nicht. Das ist ja immer noch weil das Ganze, was ich mache, ist immer noch mehr als eine Parodie für ältere Zielgruppen zu verstehen. Für Teenager auf jeden Fall mindestens. Weil ab 13 zählt man ja schon als Teenager. Und dementsprechend, ja, ist es auch so richtig. Und mir kann dann auch nichts passieren, weil ich könnte auch nicht irgendeine Geldstrafe von FTC bekommen, weil dafür müsste man Geld verdienen mit den Videos. Und es geht auch nur bis zu 42.000, also die YouTuber in Panik versetzt hat, ist die Tatsache, dass man geglaubt hätte, dass man 42.000 Dollar Strafe bekommen könnte pro Video, was fälschlicherweise gekennzeichnet worden ist. Aber eigentlich sind das nur bis zu 42.000 ungefähr. Das hängt ja auch von den Verdiensten vom Video ab. Und weil dementsprechend würde also 99% der YouTuber so eine hohe Geldstrafe nicht bekommen. Das könnte höchstens die allerreichsten YouTuber erfassen. Aber mir zum Glück nicht, weil ich verdiene ja kein Geld damit. Ich kann keine persönliche Werbung hinzuschalten und ja, dementsprechend bin ich da also eigentlich fein raus. Und wie gesagt, meine Videos, die sind nicht speziell für Kinder. Der Kontext hinter den Videos ist nicht speziell für Kinder. Aber trotzdem, in Sachen automatischen Bots, weil YouTube hat ja schon angekündigt, dass Bots Fehler machen könnten, weshalb wir selber lieber bestimmen sollten, für welche Zielgruppe unsere Videos festgelegt werden sollten. YouTube-Bots haben schon so viele Videos automatisch gekennzeichnet für speziell für Kinder, die nicht speziell für Kinder da sein sollen. Vor allem extremst traumatisierende Sachen. Weil da hat man nur aufs Thumbnail geachtet und da irgendwelche Cartoon-Charaktere gesehen und hat man geglaubt, das ist speziell für Kinder, also wird es speziell für Kinder eingestuft und auf YouTube Kids verlegt. Aber dem ist nicht so. Der Kontext des Videos wurde komplett ignoriert. Das ist zum Beispiel, als kleines Paradebeispiel, hier in diesem Screenshot ein Family Guy Clip mit Charlie Brown. Ja, und man sieht dann nur Charlie Brown im Thumbnail und denkt sich, ist für Kinder. Aber das ist auf Family Guy basierend, auf einem Erwachsenen-Cartoon. Und da hat man natürlich ja gesehen, wie Charlie Brown wieder versucht hat, einen Football zu kicken, aber das Mädchen, dessen Namen ich immer vergessen habe, aber das ist immer so ein Running Gag bei dieser Show, dass ihn immer wieder kurz bevor er den Ball kicken kann, den Ball wegzieht, sodass er hinfällt. Die spielt dann immer gerne diesen Streich. Und ja, dann taucht Peter Griffin auf und den gefällt das nicht und schlägt sie brutalst dabei zusammen. Und auch wirklich so, dass sie. Und auch wirklich so krankenhausreif, weil sie
blutet aus der Nase, hat extremst hat dabei konnte ihre Training verdrücken. Es war furchtbar und ich denke mir nur, was? Das ist für speziell für Kinder? Hallo? Vor allem, das ist auch nicht lange, vor allem ist der Clip auch nicht lange. Man hat nur, glaube ich, so 15 Sekunden bis zu diesem Moment warten müssen. Und dann, ja, und dann sieht man schon, wie Peter Griffin hier Roundhouse-Kicks verpasst. Und sie dabei beinahe umbringt. Das könnte für Kinder Trauma sein, weil für Erwachsene ist es vielleicht humorvoll, aber für Kinder? Nein! Absolut nein! Oh. Und das ist nur eins der Beispiele. Es gibt so viele andere Beispiele, die vielleicht von vornherein kinderfreundlich aussehen könnten, aber in Wirklichkeit der Kontext nur für Erwachsene ist. Da frage ich mich dann, wie viel bitteschön davon jetzt... Ich möchte gar nicht wissen, wie viel da noch davon auf YouTube Kids landet, weil das könnte jetzt wirklich dazu führen, dass jetzt ein Haufen Kinder traumatisiert werden, weil es wird zwar deren Privatsphäre geschützt, weil das ist ja das Ziel, weil man will ja nicht, dass Daten von Kindern weitergesammelt wird, persönliche Daten und personenbezogene Werbung und sie mit personenbezogener Werbung, oder nennt man das so, personenbezogene Werbung? Ich glaube, das jedenfalls persönlich fest... Persönliche Werbung. Ich sag mal persönliche. Auf jeden Fall, dass sie Werbung mit Werbung vollgespammt werden. Nee. Das ist klar. Das ist auch das Ziel dahinter, warum das erst eingeführt worden ist. Und das ist schön und gut, dass man die Privatsphäre von Kindern online schützen möchte. Obwohl das eigentlich auch der Job der Eltern sein sollte. Aber naja. Leider Gottes machen das viel zu viele Eltern nicht, weshalb es dazu erst kommen musste. Aber wie steht es damit, dass man die Kinder davor schützen sollte, sie auch noch traumatisiert zu werden? Weil denen wird ja erstmals bis zum bestimmten Alter YouTube Kids aufgedrückt. Und da bekommen die sowas. Oh. Da gibt es wirklich viel zu viele Beispiele und... Das wird wirklich irgendwann mit Anklagen von Eltern gegen YouTube und die FTC enden. Deshalb mein Rat an alle Eltern, die möglicherweise dieses Video jetzt so zufällig sehen. Bevor das nicht gefixt wird, erhält bitte eure Kinder von YouTube Kids fern. Oder generell da von YouTube und YouTube Kids. Weil... Sowas kommt aktuell rein, weil die YouTube-Bots wirklich so inkompetent sind, dass da wirklich nur etwas in YouTube-Kids reinkommt, was nicht rein gehört. Oh Mann. Und bitte gebt uns nicht die Schuld. Das ist alleine YouTubes Schuld. Wie gesagt, die sind so inkompetent, dass sie... Die haben so eine inkompetente Bots, dass sowas passieren muss. Weil die können scheren sich nicht darum, dass sie das fixen, dass sie das besser machen. Weil die haben ja von vornherein schon durch diese Copper-Richtlinien die Verantwortung auf uns übertragen. Obwohl das eigentlich YouTubes Verantwortung sein sollte. Weil die hätten einfach aufhören müssen, Daten von Kindern zu sammeln. Die haben ja schon zu lange das Gesetz absichtlich gebrochen. Die wussten, dass Kinder unter 13 YouTube nutzen, beziehungsweise YouTube gerne gucken. Wenn sie erwischt werden, dann ziehen sie einfach, dann wird einfach die Verhandlung auf uns geschoben. Und das geht so nicht. Deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich YouTube einfach nicht mehr Freude empfinden kann. Ich möchte wirklich hoffen, dass das noch gefixt wird, dass der YouTube noch was macht. Und bitte, wie gesagt, haltet eure Kinder erstmals von YouTube Kids fern. Weil es kann wirklich passieren, dass sie traumatisiert werden. Da ist so viel wirklich Stuff, das nicht für Kinder geeignet ist, speziell für Kinder eingestuft worden.
Dieses Family Guy ist nur eins der Beispiele. Dieser Family Guy Clip. Ich hoffe, dass da wirklich noch was getan wird. Gut, damit hätte ich jetzt alles ausgesagt. Und ja, hoffen wir mal, dass das noch gefixt wird. Aber ihr seht ja, warum ich jetzt mit YouTube einfach nicht mehr Freude empfinden kann und einfach mit dieser Plattform nicht mehr wirklich was zu tun, am Hut haben möchte. Ich werde wirklich gucken, dass ich so schnell wie möglich alle meine aktuellen Projekte fertig kriege, sodass ich dann wirklich auf Flair besser, also neu und auch besser durchstarten kann, weil diese Plattform aktuell, mit der komme ich jetzt wirklich besser zurecht. Die gefällt mir aktuell besser. Das einzige Problem, was ich wirklich jetzt mal habe, ist, dass mein, dass das Laden meines, meiner Start von meinem, Profil, ja, von meinem Flair-Profil wirklich ein bisschen zu lange dauert, dass manchmal die Ladezeiten ein bisschen zu lang sind, weil ich habe eigentlich auch ein recht schnelles Internet, so ein 70k Internet, beziehungsweise um genau zu sagen, 10 Megabyte pro Sekunde Upload und bis zu 10 Megabyte pro Sekunde Upload und bis zu 70 Megabyte pro Sekunde Download. Und das, ja, das sollte eigentlich für so, und da sollte eigentlich damit kaum was schief gehen. Es hängt halt jetzt wirklich mit den Servern zusammen und ich hoffe, dass der Flair nicht überlastet wird, aber aktuell heißt es ja, sie kommen wirklich gut zurecht, weil es sind schon sehr, sehr viele YouTuber, allein durch diese Körpersache oder andere, aus anderen Gründen bereits auf Flair umgestiegen und ja, das hieß natürlich Flair mehr als willkommen. Und dementsprechend würde ich wirklich dementsprechend möchte ich auch sehr gerne diese Seite weiter unterstützen und ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, wenn ihr das auch so tun würdet. Ihr könnt wirklich gratis einen Account darauf erstellen. Ihr habt nichts zu verlieren und wie gesagt, meine Let's Play Karriere wird darauf fortgesetzt. Die Qualität der Videos wird jetzt nicht ganz so, aktuell noch nicht ganz so hoch sein und wahrscheinlich auch nicht ganz so flüssig sein wie auf YouTube, aber immer noch so gut, immer noch recht gut, weil die Videos, die ich darauf sehe, sind schon an sich wirklich im Vergleich zu YouTube schon kaum schlechter aus, eigentlich schon recht gut für meine, also für meine Verhältnisse passt es auf jeden Fall. Und das kann sich ja noch weiter steigern, wenn erstmals die Plattform mehr Unterstützung bekommt, mit mehr Zeit, wird das wahrscheinlich YouTube wirklich komplett von der Bühne fegen, darauf wette ich, weil, ja wirklich. Ich denke, Flair hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Es zeigt schon wirklich extrem viel Potenzial. Hat noch ein paar kleine Macken hier und da. Aber ansonsten gefällt mir die Seite wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann sie wirklich nur allen weiterempfehlen. Bitte nutzt auf jeden Fall diese Plattform. Wenn ihr selber von YouTube genug habt, dann nutzt diese Plattform. Die ist wirklich aktuell das Beste, der beste Ersatz, den ich aktuell finden konnte und die nutze ich jetzt wirklich sehr gerne als neue Hauptseite. Und ja, folgt mir natürlich auch auf Twitter. Und wenn ihr keinen Twitter-Account habt, könnt ihr auch gerne einen erstellen, aber das ist euch überlassen. Ich würde mich schon darüber freuen, aber ihr entscheidet dann selbst, ob ihr das jetzt alles machen wollt oder nicht. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit, weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos und ja, wir sehen uns. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!